Direkt gesund, der Podcast. Informationen zur Schwangerschaft und Geburt gibt es viele. In Büchern, im Internet und in Infobroschüren. Doch das persönliche Gespräch mit gezielten Nachfragen ist vielen wichtig. Diese Erfahrung macht Lars Oswald. Er ist Kundenberater bei der BIC. Viele Frauen rufen an und erkundigen sich. Dabei gibt es Themen, die besonders häufig angesprochen werden. Das sind so im Prinzip drei Kernbereiche. Das ist einmal, was alles unter die Schwangerenvorsorge fällt. Dann zweite Frage, was leistet die Hebamme? Und so die dritte Frage im Bereich eigentlich, wo kann ich entbinden, beziehungsweise wie werden dann die Kosten dafür übernommen? In Deutschland umfasst die Vorsorge für Mutter und Kind ein ganzes Paket. Dieses ist in den Mutterschaftsrichtlinien festgelegt. Zur Schwangerenvorsorge gehört erstmal, womit es anfängt, mit der Feststellung der Schwangerschaft, dann Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung und Untersuchung und Beratung der Schwangeren, zum Beispiel Risiken und auch zum Beispiel Ernährungssachen. Ja, gerade viele Schwangere haben ja auch viel mit Übelkeit zu kämpfen. Dann muss man sich ja doch auch ein bisschen anders ernähren oder sonstigen Ernährungsproblematiken, die man sonst nicht kennt und eventuell auf die Schwangerschaft zurückzuführen sind. Und um das abzuklären, kann man da dann auch mit der Hebamme Rücksprache halten. Regelmäßige Untersuchungen beim Frauenarzt sind Standard. Zuerst alle 4 Wochen, später dann im 2-Wochen-Rhythmus. Wenn kein erhöhtes Risiko vorliegt, dann ist sogar das Erstellen eines Ultraschallbildes des ungeborenen Babys festgelegt. Als Vorsorge-Ultraschalluntersuchung ist das so festgelegt, dass 3 gemacht werden in der Schwangerschaft. Und zwar gibt es auch feste Zeitpunkte für. Die erste Ultraschalluntersuchung sollte in der 9. bis 12. Schwangerschaftswoche, die zweite in der 19. bis 22. Schwangerschaftswoche und in der 29. bis 32. Schwangerschaftswoche die dritte Ultraschalluntersuchung gemacht werden. Die Frau kann natürlich auch die Hilfe einer Hebamme in Anspruch nehmen. Diese begleitet sie während der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch in der ersten Zeit danach. Noch einmal Lars Oswald. Im Prinzip steht da eine komplett freie Wahl. Die Hebammen sind ja alle freiberuflich tätig. Voraussetzung ist hier nur, dass sie im Prinzip ein Vertragspartner der Krankenkasse ist. Also das heißt, weil die Krankenkasse arbeitet ja im Sachleistungsprinzip, dass die Abrechnung dann auch direkt zwischen der Hebamme und der Krankenkasse erfolgen kann. Im Bereich der Hebammen sind das eigentlich 96%. Wenn das natürlich jetzt wirklich nur eine rein privattätige Hebamme ist, dann wäre da eine Kostenübernahme nicht für möglich. Ist im Hebammenbereich allerdings relativ selten anzutreffen. Also Vorsicht, wenn Rechnungen für die Hebamme selbst bezahlt werden sollen. Und dann gibt es noch den Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Den führt eine Hebamme durch und auch hier ist klar geregelt, dass die gesetzliche Krankenversicherung einspringt. Dann übernehmen wir ja noch die Kosten für einen Geburtsvorbereitungskurs für die Schwangere, die grundsätzlich auch im Sachleistungsprinzip erfolgt. Also das heißt, die Abrechnung über die Hebamme direkt mit uns. In Einzelfällen kann es hier sein, dass die Hebamme eine Rechnung ausstellt. Hier würden wir die Kosten erstatten für bis zu 14 Stunden a 6,42 Euro, also maximal einen Gesamtbetrag von 89,88 Euro. Für die Geburt selbst gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Klassische, die Geburt in der Klinik. Hier stehen ja verschiedene Hebammen im Schichtdienst zur Verfügung im Krankenhaus. Und dort kann die Mutter ja auch direkt mit dem Kind nach der Entbindung auch bleiben, je nach Bedarf für einige Tage. Dann die zweite Variante ist die Geburt in der Klinik mit der selbstgewählten Hebamme, dass man quasi auch in die Klinik geht und dann sich die Hebamme auch schon vorher ausgesucht hat und die ganze Zeit bei der Dame bleibt. Und die dritte Variante ist die Kostenübernahme der Geburt in einem Geburtshaus. Das wird auch von speziellen Hebammen geleitet. Dort würden wir auch die Kosten übernehmen. Das müsste man allerdings vorher abklären, dass dieses Geburtshaus einen Vertrag mit der Krankenkasse hat. Und dann besteht noch die Möglichkeit der Hausgeburt. Die Vorsorge geht beim Neugeborenen direkt weiter. Schon in den ersten Stunden nach der Entbindung wird die erste Kindervorsorgeuntersuchung durchgeführt. Dabei sollen Krankheiten und Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt werden. Diese sogenannten U-Untersuchungen begleiten das Kind bis ins jugendliche Alter.